Applaus als Muntermacher für die letzten Wahlkampftage. Die Grünen sind in Umfragen zurückgefallen, dennoch hoffen sie mitzuregieren. Nur ein paar Kilometer weiter. Die FDP strotzt vor Selbstbewusstsein. Sie will nicht nur zurück in den Bundestag, sondern am liebsten direkt als drittstärkste Partei. Das Wahlkampfmittel der Wahl für beide: Abgrenzung vom anderen. Wenn man den Klimawandel leugnet, wenn man mehr Klimawandel haben will, dann wählt man FDP. Wenn man aber will, dass der Klimawandel gestoppt wird, dass die Erderwärmung gestoppt wird, dass die Klimakrise ein Stoppschild bekommt, dann wählt man Bündnis 90 Die Grünen am 24. September. Beteiligen wir uns an der Untergangsrhetorik gegenüber unserer Automobilbranche aber nicht. Da hängen hunderttausende Arbeitsplätze dran. Man gewinnt den Eindruck, dass diejenigen, die schon seit 40 Jahren das Auto hassen, jetzt ihre Chance sehen, diese Technologie zu zerstören. Das lassen wir nicht zu. Wirtschaft zuerst oder Umwelt? Liberale und Grüne, sie nutzen sich als Lieblingsgegner, um ihre eigenen Anhänger zu mobilisieren. Beide wollen möglichst stark werden und regieren. Doch dann treffen sie sich vielleicht am Kabinettstisch wieder. Trotz aller gegenseitigen Angriffe. Die Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen als Option schließt keiner aus. Bei den Grünen versucht Robert Habeck, der in Schleswig-Holstein mit CDU und FDP regiert, seinen Parteifreunden den Schrecken davor zu nehmen. Wir sind ja jetzt im sechsten Jahr in der Regierung. Manchmal wechseln unsere Koalitionspartner. Aber wir bleiben auf grüner Linie und passen auf das Land weiter auf. Bei den Grundsätzen bleiben, egal mit wem, zusammen. Das verspricht auch die FDP. Sie betont auffallend Gemeinsamkeiten mit den Grünen, etwa die Forderung nach einem Einwanderungsgesetz. Und auch als wahrer Hauptgegner wird dann einer benannt, auf den sich beide Parteien einigen können. Freunde, es fängt mit der Verrohung der Sprache an. Anschließend kommt die Gewalt und daraus folgt Schlimmeres. Wehren wir den Anfängen, deshalb kämpfen wir wie wild um den dritten Platz, schicken wir die AfD in die Mottenkiste der Geschichte zurück. FDP und Grüne im Wahlkampfendspurt. Sie versuchen, sich voneinander abzugrenzen und doch die Tür zum anderen aufzulassen. Ganz genau, FDP und Grüne, da haben sie noch mal Gas gegeben heute in Berlin. Dort jetzt auch Philipp Menn. Was sollen denn solche Parteitage? So eine Woche vor der Wahl, Philipp. Ja, da nutzt man genau diese eine Woche und die Aufmerksamkeit, die man bei so einem Parteitag dann bekommt, um zu zeigen, wofür man steht und wofür man eben nicht steht. Und sich dann, wir haben es gerade ganz eindrücklich gesehen, sich auch abzugrenzen voneinander. Es ist ja nicht umsonst so, dass die Grünen heute die FDP zum Beispiel als Klimakiller dargestellt haben. Das soll nochmal die eigenen Anhänger so richtig mobilisieren, auch zur Wahl zu gehen. Und dabei geht dann auch schnell mal unter, was FDP und Grüne heute nicht ausgeschlossen haben, nämlich zum Beispiel eine Jamaika-Koalition. Ja, wie könnte das denn eigentlich gehen, diese Jamaika-Koalition? Indem man die Kleinen ernst nimmt und die brauchen den richtigen Raum und die bräuchten zum Beispiel FDP-Steuersenkung oder die Grünen definitiv das Abschalten von Braunkohlekraftwerken. Also sowas könnte dann in einen großen Koalitions- oder einen Koalitionsvertrag hineingeschrieben werden, damit man weiß, dass das dann auch nachher umgesetzt wird. Also das ist relativ wahrscheinlich, wenn es eine solche Koalition geben würde, dass dann solche Projekte eben reinkommen. Aus meiner Sicht Jamaika besonders problematisch für die Grünen. Denn die würden bei Klima- und Umweltfragen immer automatisch gegen eine breite Ablehnung von FDP und Union stehen und bräuchten dann im Prinzip zum Beispiel die Kanzlerin oder einen guten Koalitionsvertrag, sonst kann das für die relativ schnell existenziell werden. Die Kanzlerin wiederum hat vielleicht auch ein Interesse an den Grünen in der Regierung, denn da hätte sie bei bestimmten Punkten einen natürlichen Verbündeten, zum Beispiel bei der Europapolitik, wenn es um die Frage geht, mehr Geld für andere europäische Länder. Da haben die Grünen größere Überschneidungen mit der Merkel als zum Beispiel die FDP. Und dann kann man die auch nutzen, um das auszugleichen. Daran sieht man schon, Jamaika ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil, im Moment durchaus realistisch, auch wenn es auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert erscheint. Eine Woche vor der Wahl, interessante Farbenspiele sind das. Danke, Philipp Menn. Philipp nach Berlin.